Hallo und herzlich willkommen, Leute. Ich bin's, euer Dreed. Und erstmal vielen Dank, dass ihr zu meinem neuen Review über Phantasy Star Online 2 New Genesis eingeschaltet habt. Es gibt einige Dinge zu klären. Was kann das Game überhaupt? Ja, macht das Bock? Was bedeutet in diesem Fall Free-to-Play? Denn es ist ein Free-to-Play. Bedeutet das gleichzeitig auch Pay-to-Win? Und noch vieles, vieles mehr über das Spiel klären wir in diesem Video. Und jetzt würde ich sagen, let's go! Erstmal ein paar Basics. New Genesis basiert auf Phantasy Star Online 2 aus dem Jahre 2012. Aber die Entwickler haben dem ganzen Ding eine neue, schöne, wie man sieht, Spielengine spendiert, neuen Content und auch eine komplett neue Story, die circa 1000 Jahre nach dem ersten Teil stattfindet. New Genesis ist ein Open-World-MMORPG und der japanische Entwickler Sega hat sich für den comichaften Anime-Stil entschieden. Das ist ja immer so eine Geschmackssache, aber ich muss sagen, Grafik und Design, Special-Effekte, gerade die Bosse und der Trash, die ganzen Mobs, ja, Rüstungen, Waffen, die wirken einfach stimmig, machen Laune. Dazu kommt noch dieser actiongeladene Combat. Egal welche Waffe du trägst, ja, egal was du gerade machst, es ist einfach actionlastig, ja. Und natürlich, es gibt noch so ein paar Sachen, die könnte man im Combat verbessern. Aber ihr seht es hier, ich zocke einen Ranger, den kann man in dieser Third-Person-Shooter-Perspektive spielen. Oder auch als Tap-Target. Für manche NPCs ist es auch wichtig, vielleicht aus diesen beiden, wie soll ich sagen, Perspektiven zu wechseln. Und das macht das Game aber so spannend, ja. Ihr seid immer gefordert, ihr könnt spielen, wie ihr möchtet. Und dieses Actiongeladene, dieses aktive Kämpfen, das macht natürlich nochmal viel, viel mehr Spaß. Und das ist ein absolutes Herzstück von New Genesis. Und ich kann euch nur sagen, auch die ganzen Kollegen, mit denen ich zocke, wir hatten wirklich Bock beim Grinden, weil du nicht nur irgendwie tappst, Target und dann Spell, ja, sondern du gehst wirklich rein in den Kampf. Und das macht auch nochmal viel, viel mehr Spaß. Das Game kommt mit 6 Klassen, Max-Level ist derzeit 20 und ihr habt 20 Skillpunkte zur Verfügung. Natürlich unterschiedliche Skill-Trees in den Klassen. Das Geile ist, ihr könnt die Skillpunkte, die ihr gesammelt habt, serverübergreifend verwenden. Die sind irgendwie accountgebunden. Das heißt, wenn ich nochmal einen Charakter, einen Char, auf einem anderen Server anfange, dann habe ich meine 20 Skillpunkte zur Verfügung. Feier ich übel, denn ich hasse Twinken. Ja, und das ist auch noch so ein Ding, ich kann mit einem Charakter alle Klassen spielen und alle Klassen auch leveln. Das finde ich auch extrem geil und diese auch zusätzlich wechseln, wann ich möchte. Boah, das habe ich extrem gefeiert, weil wie gesagt, Twinken, I hate it. Und ansonsten, die Klassen sind Hunter und Fighter, das sind so die Nahkämpfer. Der Hunter kann auch noch so eine Art Tank-Position einnehmen. Aggro funktioniert auch hier in dem Game. Man sieht es hier an dem Mob zum Beispiel, wenn er so ein rotes Auge hat, dann hat man die Aggro. Der Fighter ist auch so ein extremer Nahkämpfer mit wenig Lebenspunkten. Der Ranger und Gunner, das sind so Pistolenklassen. Hier seht ihr den Ranger im Playstyle. Der Ranger kann auch nochmal die Gruppe unterstützen. Und dann gibt es noch den Force, das ist so eine Art Elementarmagier. Und der Tekker, mit dem könnt ihr aus extrem hoher Reichweite spielen. Und der unterstützt die Gruppe mit verschiedenen Gadgets. Und als Nonplusultra ist noch das Geile, dass wenn ihr unterschiedliche Waffen tragt, ihr auch unterschiedliche oder diese Auswirkungen auf den Spielstil haben. Und das gibt dem Game auch nochmal so eine Art Variation. Das macht natürlich auch nochmal Bock. Und ihr könnt jetzt zum Beispiel wechseln. Ich habe jetzt hier das Gewehr, dann wechsle ich im Kampf auf meine Subklasse, zum Beispiel den Fighter. Und auf einmal habe ich ein Schwert in der Hand und hau dem Gegner damit ins Gesicht. Also auch sehr, sehr geil. Und diese Waffen könnt ihr auch noch mixen. Also die Variation im Kampf ist wirklich unglaublich. Die Story ist ganz okay in dem Game. Ich möchte jetzt hier nicht zu viel spoilern. Aber das Questdesign, ja, das ist halt ein Grinder. Was soll ich euch sagen, ne? Killt 100 Mobs hier, sammelt die Erze dort, killt den Boss dort. Ja, das Einzige, was halt an dem Grind so geil ist, und das sieht man jetzt hier zum Beispiel, sind diese riesigen Mobs, die ihr überall findet und dann auch in der Gruppe besiegt, weil ihr halt in der offenen Welt mit allen spielt. Ja, das ist natürlich extrem geil. Das bedeutet, ihr könnt alleine zocken, aber ihr könnt auch in der Gruppe zocken. Und gemeinsam macht der Grind natürlich mehr Spaß. Dadurch, dass es dieser aktive Kampf ist, ist der Grind aber nicht so langweilig. Weil ihr seht jetzt zum Beispiel hier, schaller ich dem gerade auf die Füße, damit er so bricht. Das seht ihr gleich, der wird jetzt gelb leuchten, genau. Und dann ist er gebrochen. Und dann wechsle ich jetzt gleich auf mein Schwert.
ja, und dann yalla. Und das ist das Geile daran. Dadurch wird der Kampf extrem viel spannender. Und das ist jetzt hier kein besonderer Boss, ja. Die findet ihr auch in der offenen Welt und die kommen auch immer wieder bei diesen World Events. Und das ist extrem cool bei dem Game und deswegen wird der Kampf auch nicht so langweilig. Und guckt euch diese Special Effekte an, ja. Und ich sag euch eins, das ist nur einer von vielen Mobs, die ihr besiegen werdet. Und dann gibt es auch noch davon unterschiedliche Versionen, Veteranen und so weiter und so fort. Golden, Silber. Also extrem cool und je nachdem, jetzt kann man zum Beispiel auch oben auf den Kanister ballern, ja, jetzt habe ich ihm hier einen Weakpoint verpasst, mach hier an der Stelle mehr Schaden, also diese Flexibilität im Kampf, die macht das Grinden spannend, natürlich, wie gesagt, in der Gruppe nochmal geiler, übrigens Gruppe, ich zocke auf Schiff Nummer 4, ja, auf EQ-Basis, weil 1 und 2 waren sehr, sehr laggy zum Release. Das ist ein absoluter Nachteil gewesen, deswegen auch viele negative Reviews auf Steam, weil die Server so laggy sind. Und 1 und 2, also diese Server, die Schiffe, sind extrem voll gewesen und deswegen haben wir uns entschieden, auf 4 zu spielen. Und da läuft es eigentlich sehr gut. Es gibt noch diese kleineren Lags, aber wir kommen gut klar. Also, wenn ihr zocken wollt, dann kommt auf unseren Discord, schreibt uns an, denn wir sind gerade aktiv am Spielen. Also kommt gerne vorbei und grindet mit uns an der Stelle. Ja, das möchte ich nur mal kurz gesagt haben. Ja, wie gesagt, jetzt seht ihr hier, knall ich auf den Kasten, ja, und genau das macht das Grinden aus. Aber wie gesagt, das Quest-Design ist, ja, ich würde mal sagen, meh. Also erwartet hier wirklich keine krassen Quests irgendwie. New Genesis kommt mit 82 GB um die Ecke, das ist natürlich eine kleine Hausnummer. Was aber mehr Leute stören wird, ist, es gibt keine deutsche Lokalisation. Das Game ist auf Englisch und Japanisch verfügbar. Ich will euch keine Hoffnung machen, PSO 2 seit 2012 gab es auch nie auf Deutsch. Ich meine, mich stört es nicht. Außerdem werde ich bestimmt den einen oder anderen guten Guide machen. Und die Community ist sehr, sehr hilfsbereit. Das Menü wirkt am Anfang ein bisschen erschlagend. Ist aber, wenn man sich reingearbeitet hat, völlig in Ordnung. Aber gewinnt sicherlich keinen Preis in Sachen Usability. Aber wenn man mal drin ist, dann findet man sich auch super gut zurecht. Ja. Es ist ein Free-to-Play, runterladen, loszocken, was will man eigentlich mehr? Ja, aber es ist auch gleichzeitig ein Pay-to-Win und da muss ich ganz klar sagen, nein. New Genesis ist kein Pay-to-Win, maximal Pay-to-Progress, ja. Ihr könnt euch XP-Booster, ihr könnt euch verbesserte Drop-Chancen kaufen, ihr könnt euch auch mehr Bankfächer kaufen, Auktionshaus, Verfügbarkeit und so weiter. Aber man braucht es nicht. Ja, ich bin fast Max-Level. Einige aus meiner Crew sind schon Max-Level. Kein Pfennig reingezahlt. Maximal mal für einen Skin. Bei den Nerds, ja, wisst ihr ja, immer schön reinschallern für Skins. Bin ich auch immer gern dabei. Aber ansonsten muss ich dazu sagen, nein, es ist kein Pay-to-Win. Und man kann alles erreichen über humanen Grind. Also wirklich humanen Grind, ja. Relativ relaxed. Wir sind schon wieder so hart am Suchten, dass wir viel zu schnell fertig sind. Also wirklich relativ relaxed, schön spielbar auch, ja, du kannst dich mal einloggen, kannst mal eine Runde zocken, also wirklich gut spielbar und relaxed spielbar, also für jeden machbar, ganz ehrlich, ihr müsst keinen Cent hier investieren und das finde ich dann wirklich cool, ja, muss ich ganz ehrlich sagen und dann kaufe ich mir auch mal ein 10-Euro-Paket oder mal so ein Battle Pass oder so, keine Ahnung, ja, muss einfach nur um die Entwickler zu unterstützen an dieser Stelle. Ein weiterer Punkt ist auch, es gibt kein PvP. Ja, im Moment wird es wahrscheinlich auch kein PvP geben, weil die Community sich vehement dagegen wehrt. Finde ich aber auch gut, solange es dann wirklich ein gutes PvE-Spiel wird mit einigen Inhalten. Wie läuft das eigentlich so ab bei New Genesis? Ihr erkundet die Welt allein oder mit euren Freunden, dann findet ihr auf einmal richtig viele Gegner, dort tummeln sich dann andere Spieler, ihr klatscht die ganzen Gegner weg, dann gibt es so einen Sea Burst, ja, also ihr steigert dann die Level und auf einmal kommt dann der Boss und dann macht ihr den weg und ihr kriegt die ganze Zeit Loot, ja, und dann könnt ihr euren Charakter permanent verbessern. Ihr müsst oder ihr sollt oder ihr wollt eure Charaktere immer weiter nach vorne treiben, mehr Damage machen und so weiter und so fort. Dann gibt es auch noch so eine Mini-Raid, die Urgency Quest. Ja, da könnt ihr euch dann einfach anmelden. Ab einer gewissen Powerstufe, sage ich jetzt mal. Je besser ihr werdet, desto höher wird eure Powerstufe, euer Gear-Level.
oder Battle Power nennt man das in dem Game. Und dann könnt ihr auch verschiedene neue Aktivitäten machen, zum Beispiel auch die Welt schwerer stellen, ja, dass ihr andere Gegner bekommt, beziehungsweise schwere Gegner. Also, das ist es, ja, ihr könnt dann auch Erze sammeln, ihr könnt nach Truhen suchen, ihr könnt dieses Skill-Level machen. Hier ist es nicht so, wenn man Level steigt, kriegt man Skill-Punkte, sondern da müsst ihr bestimmte Tower machen mit Jump-and-Run-Games oder killt den Boss, killt die Mobs in diesen Towern alleine oder mit Freunden. Aber keine Sorge, die Jump-and-Run-Sachen sind sehr, sehr einfach, dienen aber auch der Übung für das Movement im Spiel. Also wirklich an der Stelle auch durchdacht. Kommen wir zu meinem Fazit. Und ich versuche ja, die Games etwas anders zu bewerten. Ich vergebe keine Punkte, sondern ich versuche zu identifizieren, für wen könnte das Game was sein und für wen nicht. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Der eine kann ein Game extrem geil finden, der andere wird es hassen. Ich liebe das Game, muss ich tatsächlich sagen. Ich finde es extrem cool. Gerade die actiongeladenen Fights, die unterschiedlichen Bossfights, die unterschiedlichen Phasen, der Grind, das Verbessern des Charakters und dabei noch dieser tolle Look. Ja, diese atemberaubende Inszenierung der Bossfights, wirklich extrem cool. Und deswegen kann ich nur sagen, mir macht das Game Spaß. Für wen ist das Game aber was? Und das, ich werde Vor- und Nachteile nennen. Wenn ihr grinden mögt, wenn ihr diesen Grafikstil, dieses Design mögt, wenn ihr es liebt, euren Charakter ständig zu verbessern, wenn ihr nichts dagegen habt, 100 Mobs zu farmen, und dann wieder 100 Mobs zu farmen, dann mal vielleicht Erze zu farmen und ihr dann seht, okay, jetzt kann ich mir eine neue Waffe craften und ihr das feiert, dann ist dieses Game was für euch. Es macht natürlich extrem viel Spaß, hier auch noch mit seinen Leuten zu spielen. Es macht natürlich mehr Spaß als alleine, außer man liebt es alleine zu zocken, dann ist das natürlich auch völlig in Ordnung, weil ihr könnt die Inhalte schaffen. Für wen ist das nichts, wenn ihr unbedingt ein Game auf Deutsch haben wollt? Dann ist das Game nichts für euch. Wenn ihr PvP spielen wollt, vergesst es. Es gibt ja kein PvP hier im Moment. Also ist das Game auch nichts für euch. Was würde ich kritisieren an dieser Stelle? Ich kritisiere auf jeden Fall die Server, die laggen. Ja, das ist natürlich extrem schade. Ist zum Release ja so langsam Standard. Aber man muss sagen, dadurch, dass es Phantasy Star Online 2 schon so lange gibt, hätte man meinen können, dass hier doch eine gewisse Erfahrung herrscht und ich weiß, dass die Leute von Shift 1 und 2 nicht so gut zocken können. Ja, und auch hier hat man manchmal diese Standbilder und das muss unbedingt verbessert werden, ist aber jetzt kein Punkt, den man nicht verbessern kann. Ansonsten ist das Menü etwas gewöhnungsbedürftig, auch für den einen oder anderen etwas umständlich. Und wie gesagt, dort gibt es auch noch Verbesserungen, die man sicherlich irgendwann updaten kann. Ansonsten ist extrem viel davon abhängig, wie wird weitergehen mit dem Game, wie sieht der neue Content aus, ja. Da gibt es aber durch Phantasy Star Online 2 wirklich schon sehr, sehr viele Ideen. Es soll ja auch ständig am Content gearbeitet werden und das glaube ich auch, weil das Base Game wurde auch seit 2012 immer weiterentwickelt und deswegen hat das Ding auf jeden Fall Potenzial. Ich meine, ihr verliert ja nichts, ist ein Free-to-Play. Ja, also wen die Punkte gefallen, wen dieses Ganze, was ich erzählt habe, gefällt. Es gibt natürlich auch noch viel, viel mehr. Ich werde noch weitere Videos dazu rausbringen. Bleibt einfach am Ball, probiert es aus. Wie gesagt, ich bin auf Shift 4 unterwegs. Ich hoffe, euch hat mein Review gefallen und ansonsten ich würde mich natürlich über ein Abo freuen. Bleibt gesund. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal bei euer Dreed. Ciao.